Willkommen zu einer weiteren unplanmäßig verzögerten Folge Battlefield 3 und das Ganze ist sogar nachsynchronisiert, weil meine scheiß Soundtreiber wieder rumspacken. Ich muss mir das jetzt mal eben kurz ein bisschen hier so auf Fullscreen legen und dann, ja, gucke ich mir selbst mein Gameplay an und kommentiere das. Und ich weiß leider gar nicht mehr, was genau da abgeht. Also auf jeden Fall war das Ganze Knife-only, also schön Messerstecherei-mäßig. Und da geht's los, da hole ich mir jetzt direkt den ersten, komm hier, zack, in die Brust, gib mir deinen Doctec Blood Wolf 12194. Kommt mir gerade ein bisschen ruckelig vor, das hat auch bei der Aufnahme ein bisschen geruckelt. Ich weiß nicht warum, ich hatte 80 FPS und Festplatten-Schreibgeschwindigkeit reicht eigentlich auch. Von daher kann ich mir das nicht ganz erklären. Im Hintergrund hören wir Schüsse, weil irgendwelche Leute versuchen, andere anzuhitten, um die leichter slicen zu können, so wie ich gerade eben den Bobo SMRADJ angesliced habe. Das war jetzt mein zweiter Kill. Ach komm, geh doch mal da aus dem Weg. Ja, wenn er nicht weggeht, dann gehen wir halt außenrum irgendwie, ne? So, wo sind die Feinde? Da ist ein Feind. Komm her. Komm her. Nein, wir treffen ihn nicht. Er wirft eine Granate? Das kommt ab und zu mal vor. Da vorne ist jetzt unser Bro gestorben. Den beleben wir natürlich wieder. Sehr wichtig im Messerkampf da wieder zu beleben. Und auch sehr wichtig, Medkits zu werfen ab und an. Da kann man nämlich auch ordentlich Punkte mitmachen. Auf jeden Fall das mit der Granate, das kann öfter mal vorkommen, so aus Versehen. Ist mir auch schon oft passiert. Du scrollst halt runter, bis du beim Messer bist. Aber du scrollst halt wirklich nicht zum Messer, sondern du denkst, du bist beim Messer. Hast dann die Granate in der Hand, das merkt man gar nicht mal so schnell. Irgendwann im Video habe ich das dann auch gezeigt. Komm, gib mir deinen scheiß Doctec, gib mir deinen Doctec. Na, wieder kein Kill. Was ist das denn? Nee, nee, nee. Krass, wie ruckelig das ist. So, da werde ich jetzt angesnippt, aber nur auf 56% runter. Das geht also noch klar. Ich werde nicht mit einem Slice dann irgendwie getötet. Dann hole ich die beiden Freunde hier wieder. Der eine wird natürlich direkt wieder getötet, aber wir holen uns noch einander, nämlich Iivo 007. Und dann geht's zurück. Aber ich bin nicht schnell genug auf dem Rückwärtsgang, sodass wir dann getötet werden. Das waren die ersten drei Kills. Ich habe hier übrigens gerade die MK3A1 als Standardwaffe, weil ich noch das eine Assignment machen wollte mit der MK3A1. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ansonsten würde ich die natürlich nicht spielen, weil es einerseits eine Schrotflinte ist und andererseits ist sie ziemlich schwach. So, und hier sind ganz viele. Komm, da können wir uns auch welche von holen, oder? Da haben wir einen gesliced. Oh, da wird eine unserer... Nein, und da werden auch wir getötet. Random Onion hat sich unser Doctec geschnappt. So, ich kann jetzt leider gerade nicht auf die Statistik gucken, sonst würde ich das natürlich liebend gern tun. Ich kann euch aber versichern, im späteren Verlauf dieses Spiels werde ich das tun. Und jetzt holen wir uns den, komm her. Na, auch wieder nur gesliced, nicht seinen Doctec gekriegt, da warten noch zwei andere. Aber ich habe da einen Laser gesehen, deswegen bin ich zurückgegangen, weil ich dachte, komm, ich möchte nicht erschossen werden oder so, holen wir uns halt den. Komm her, stirb. Hilfe bei Kill. Verdammt. Aber so machen wir Punkte, so können wir uns den MVP dann nachher holen. Aber hier, komm, du stirbst jetzt. Bleib doch mal stehen. Lauf doch nicht weg. Stirb. Und da sind wir nah genug dran. Ich habe auch extra das Sprint-Perk ausgerüstet, damit wir auch ja schnell genug sind. So, wieder nur Hilfe bei Kill. Da ist einer unserer Bros. Einmal ein freundschaftliches Unslicen. Ne, so, hallo, wie geht's? Eine kleine Handbewegung, kleines Winken und jetzt kommt... Ah, immer noch kein richtiger Knife, sondern immer nur durch Slicen. Hier natürlich mal wieder beleben, um die Punkte zu kriegen. Aber jetzt kommt... Zack! Von hinten in die Russen raus. Bei Battlefield 4 wird es ja verschiedene Messer geben. Nicht nur dieses ACP90, das wird auch wieder dabei sein. Das hatte ich auch auf der Gamescom Alpha immer gespielt. Es wird auch noch so Sachen geben wie Macheten oder sonst irgendwelche Messer. Sie werden alle in so Animationen töten können, das ist, denke ich mal, klar, in solchen wunderbaren Animationen wie jetzt gerade. Daniel BG haben wir da einmal kurz getötet. Ich hoffe, dass es beim Slicen einen Unterschied gibt, dass man mit einer Machete beim Slicen viel Schaden macht, aber nur relativ langsam in der Frequenz slicen kann. Und bei so einem ACB90 halt nicht so viel Schaden beim Slicen macht, zum Beispiel halt 50%. Aber dafür öfter slicen kann in einem Zeitintervall. Und zack, den holen wir uns auch noch. Random Onion schon wieder. Und mal eben ein bisschen heilen, ne? Ja, so sicher im Container. Ah, da haben wir jetzt auch mal das Scoreboard endlich. 10 zu 2, ist doch ganz gut, ne?
Und vor allen Dingen MVP, das ist sehr wichtig. So, dann denke ich mir, komm, holen wir den. Komm, holen wir den. Da haben wir einen, aber leider nur als Assist. Ein Revive, den anderen Revive hat ein Kollege gemacht. Und zack, den schnappen wir uns auch, während er im Kampf mit einem anderen ist. Ja, und da auch wieder mitten in die Menge rein. Das ist natürlich auch teilweise Glück, klar. Und wenn der so intelligent ist, wegzulaufen. Ah, hier haben wir dann leider nur den Kill Assist gekriegt. Schade. Combat Efficiency Ribbon, krasse Sache. Ich bin halt echt wenig gestorben. Ne? Immer mal wieder ein bisschen zurückziehen, ein bisschen heilen. Das lief schon ganz gut bis jetzt. Und hier höre ich irgendwas. Jetzt höre ich es in der Aufnahme nicht. Vielleicht war das irgendwie so... Ah, nein, da, Daniel BG tötet uns. Irgendwelche Halluzinationen, die ich da gehört habe. Deswegen hatte ich mich da die ganze Zeit umgeguckt. So, wow, mein Gott. So, da habe ich dann auch die Granate gerade aus Versehen in der Hand. Siehst du? Und dann denke ich mir so, fuck, 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 nein, ich habe eine Granate geworfen, weil ich nicht weit genug runtergescrollt habe. Ich weiß, man kann es natürlich auch über die Tastatur einfach mit der Nummer machen, aber ich scroll normalerweise runter. Weil ich mit der Nummer dann auch manchmal aus Versehen auf die Granate komme. So, dann war ein Kill gemacht und jetzt rennen wir mal ganz schnell weg, bevor wir dann für die nächsten Kills wieder schön aufgeladen hingehen. Ah, aber den kriegen wir leider nicht, der wird vor uns schon getötet. Aber den Bro, komm, ja, wunderbar. Random Onion schon wieder, er hat sich nicht schnell umgedreht. Und hinter uns hören wir das Geräusch, wie einem weiteren unserer Freunde die Kehle durchgeschnitten wird und dann rächen wir ihn. Jetzt kommt's, ne? Jetzt rennen wir noch schnell zurück. Und zack, auch noch Reanimation. So muss das laufen. Richtig erfolgreiche Aktion in dem Fall. Gerecht, gerettet, alles perfekt. So, da haben wir jetzt drei Leichen. Jetzt guckt euch das an. Ja? Wir holen den ersten. Wir holen den zweiten. Und wir holen noch einen Revive. Das lief teilweise echt so mega gut, die Runde. Und deswegen finde ich es auch echt schade, dass mein Original-Sound leider nicht mit aufgenommen wurde, weil ich mit der scheiß Soundkarte Probleme habe. So, Random Onion war das schon wieder, der da gestorben ist. Und noch ein Kreiz-HD hinterher, noch ein Revive. Punkte ohne Ende kommen da, meine Freunde. Punkte ohne Ende. Ja, teilweise haben wir hier eine 9er-KD gehabt, was schon echt heftig ist. Also, für meine Verhältnisse ja so oder so, weil... Ich bin ja normalerweise nicht so mega KD-Spieler, sondern ich stürze mich halt immer auf die Objectives. Aber gerade bei so einem Knife-Ding hast du halt keine Objectives, außer Leute töten und wiederbeleben. Und da haben wir Nasazuke getötet und wieder ein Melee-Ribbon. Und ein neues Doc-Tag. In unserer Sammlung. Hier schön von hinten. Nicht aufgepasst, mein Freund. Combat Efficiency. Und wieder einmal Daniel BG getötet. Jetzt sind wir bei 21 zu 3, 7er KD. Krasser Shit, wa? Ja, da hatte ich jetzt nochmal auf die Tabelle geguckt, weil ich keine Feinde mehr gefunden habe an dieser Stelle. Ich weiß nicht warum. Aber ich laufe die ganze Zeit da rum, dann dachte ich, da guck mal, da springt einer so voller Elan rein. Das muss ein Feind sein, ja, vom Wegen. Ich finde hier in dem Moment absolut keine Feinde. Da schießt irgendwer. Da fällt ein Feind zu Boden und dann sehe ich da oben den einen lang springen. Denke mir natürlich, komm, gehst du direkt hinterher. Holst du den. Auch nur gesliced, aber nicht so schlimm. Der ist noch nicht mal ganz auf den Boden gefallen und wir holen uns den Revive. Leider erst beim dritten Mal. Also bei Battlefield 4 werden jetzt unsere drei Defi-Pads, also man hat nur drei, drei so Aufladepads für den Defibrillator bei BF4. Und da wären unsere drei Pads weg gewesen für eine Wiederbelebung, weil es nicht direkt geklappt hat. So, hier einfach mal irgendwo in die Mitte reinstochern, Combat Efficiency Ribbon schon wieder, weil wir halt in der Zwischenzeit nicht gestorben sind. Ah, da holen wir uns noch einen Delta Fox Nick auch noch. Ah, da wollte ich für den Revive hier nochmal in die Menge rein. Hat nicht so ganz geklappt, 26 zu 3 schon. Krasser Shit, oder? Oh nein, da werden wir angegriffen und oh, wow, 27 zu 3, aber dann gestorben. Und das war die 9er KD. Die ich da für eine kurze Zeit hatte, was schon echt heftig ist. Zack, da haben wir direkt den nächsten Daniel BG schon wieder. Ich möchte gerne mal wissen, wie oft ich den getötet habe. Und dann haben wir von Delta von Nix ein bisschen kassiert. Delta von Nick, nicht Delta von Nix.
Aber auch ein Revive bringt uns aber nicht so viel, denn das ist das, was ich vorhin gesagt habe. In der Zeit, in der du da liegst, den Revive annimmst und aufstehst, kannst du ja nichts machen. Du kannst nicht wegrennen, du kannst dich nicht mit dem Messer wehren oder sonst wie. Du bist halt das leichteste Opfer aller Zeiten. Aber diese Messer-Only-Sachen, die machen mir echt Spaß. Ich glaube, das mache ich in nächster Zeit mal öfter. Ich denke und hoffe, dass es in B4 nochmal ein bisschen was geiler wird. So, hier kriegen wir leider keinen, nur den Revive. Aber auch erst beim dritten Versuch. In B4 wird man ja die Messerattacken kontern können. Das heißt, wenn ich von vorne angreife und du schnell genug auf F drückst, dann kannst du kontern. Und das war richtig Game mit C4 mich getötet. So eine behinderte Aktion, ne? Geh auf einem anderen Server spielen, wenn du mit C4 Leute töten willst, weißt du? Ich meine, wenn du so behindert bist und keine C4 Kills anders hinkriegst, ich denke mal, der wollte C4 Kills für ein Assignment machen, ja? Dann soll er halt irgendwie, ja, keine Ahnung, mit Freunden leveln oder so, wenn er schon alleine nicht hinkriegt. Ich meine, C4 Kills kriegt man doch voll easy. Du gehst irgendwo hin, machst C4 an Tank und jagst den Tank dann in die Luft. Ja, dafür muss ich nicht so behindert hier hingehen. Und den holen wir uns auch mal eben, ne? Nicht eben so in der Ecke rumgammeln und rumcampen. Sowas geht hier nicht. Und da kriegen wir Unterstützung vom Freund. Nein! Das verstehe ich nicht, wie ich den kassiert habe. Das war so ein kleiner Lag irgendwie. Der war einerseits vor mir und dann auf einmal hinter mir. Ist leider bei den Messersachen hier in Battlefield 3 so, dass das nicht immer so ganz durchsichtig ist, was da passiert. Da, komm, töte ihn! Nein! Und das ist so meine Lose-Phase. Ich reiß hier nicht mehr ganz so viel, also 9er KD wird da natürlich nicht mehr fortgesetzt. Und hier denke ich mir dann, fuck, das sind zu viele, renn drauf, du, renn! Ich hatte auch schon Leute, den renne ich hinterher, ne? Und der bleibt dann an der Ecke kurz hängen. Und dieses kurze Hängenbleiben an der Ecke reicht halt aus, um näher lange noch dran zu kommen, den Kill zu machen. Und hier habe ich auch wieder Pech ohne Ende, ja? Ich gehe hin und kriege keinen Kill. Weißt du, die werden alle vor mir gekillt. Aber den haben wir dann endlich mal wieder. Thema 0071. Endlich mal wieder Melee Ribbon. Ich kriege ja so wenig. Und da ist dann auch die Melee Medal. Ich weiß gar nicht, wie viel Kills ich mittlerweile mit dem Messer schon habe, aber es sind eine Menge. Ich glaube, Messer ist meine drittstärkste Waffe oder so. Einfach auch, weil ich... Ja, ich wurde praktisch von ITEP angesteckt. Der immer mit Knife rumgerannt ist und so und gerade in Gunmaße macht das halt, oh, da habe ich aus Versehen wieder eine Granate geworfen und da bete ich dann natürlich, bitte lass keinen davon sterben, weil ITEP hat da schon mal auf einem Messer-Only-Server eine Granate geworfen, 3 Leute gestorben auf einmal. Ja, ne, fliegst du raus, bist du gekickt. Aber ITEP hat mich so ein bisschen angesteckt in dieser, ja, Messersucht, ja, du gehst hin und denkst dir so, komm, den Messerkill kann ich kriegen. Und das ist halt echt krass, das gilt jetzt natürlich nicht auf dem Messer ohne Server, was klar, da gehst du immer mit dem Messer hin. Aber ansonsten auch so, ich mach da teilweise echt fatale Sachen, nur weil ich denke, komm, du kannst irgendwie einen Messerkill machen, was eigentlich halt absoluter Bullshit ist, weil es nur meinem Messerkill dient und nicht dem Team. Ich könnte ja viel einfacher den anderen Kill machen. Und hier hat man gerade gesehen, ich habe mich absichtlich aufgeopfert. Das war klar, dass ich sterbe. Ich hatte gehofft, ich kriege alle 3 zum Revive. Aber es war trotzdem eine positive Sache. Ja, ich sterbe, aber ich belebe 2 Leute wieder. Ist unterm Schnitt eine Person mehr für unser Team. Und guckt euch das Team-Scoring mal an. Wir sind 280 Tickets versus 109 Tickets. Das spricht dann... Aua. Doch mal eine klare Sache. 34 zu 9 und gleich ist die Runde auch vorbei. Noch 13 Kills, 12 Kills noch. Leider bin ich hier zu spät für den Revive gekommen. Da hätten unsere Freunde mal was machen können. Teilweise laufen die Leute halt echt hier lang, haben Defi mit. Ich wurde einmal getötet. Der Kerl mit dem Defi stand neben mir und belebt mich nicht wieder. Und da verstehe ich auch nicht, wie ich den Knife gekassiert habe. Aber ist ja auch egal, ich hätte lieber die Leute wiederbeleben sollen. Da hätten wir alle mehr von gehabt. Und da hebe ich schon das Messer, aber ich komme nicht mehr rein in die Animation. Die Endmusik ertönt. Noch 3 Tickets. Alle Leute werden vor mir weggetötet und den kriege ich nicht mal mehr. Da ist diese Runde vorbei. Dein Team hat natürlich gewonnen und zwar souveränst, möchte ich mal sagen.
und souveränst auch Tropf du mit 35 zu 10 an erster Stelle. Dann kriegen wir noch ein paar Punkte, nämlich Sturmsoldat natürlich, den ich gespielt habe, dann Melee Medal und 21 Ordensbänder dazu. Es war einfach eine super tolle Runde. Da sehen wir nochmal das Endscoring. 300 versus 123 Tickets. Ja, ich meine, viel besser geht's nicht. 35 Messerkills. Längste Serie 15. Das ist schon krass. Das wäre fast meine längste Serie geworden. So, danke fürs Zuschauen und bis bald.